herzlich willkommen zur neuen Folge von Wohnwagen TV. Heute zu Gast Lukas Drive! Aber bevor es jemand deiner Bisse erkundet, die es versagt jetzt, wäre ich noch ein Filmchen über das Hey-Devil. Ich hatte vorher eine Hardcore-Band aus Zuzula, die machen mal geiles Festival und gucken euch jetzt noch an. Viel Spaß! Moin, moin, moin! Ja, wir sind heute hier auf dem Just for Hateyville. Die einzige Band, die ich kenne, die ihr eigenes Festival hat, das ist Just for Hate. Geile Band hier aus Dudweiler, Jägersfreude kann man sagen, oder? Ich bin aus Jägersfreude, aber Saarbrücken. Sag doch Saarbrücken. Band aus Saarbrücken. Sag doch einfach Saarbrücken. Ja, Jungs, und ihr macht es seit 10 Jahren schon sowas. Jawohl. Festival hier in Dudweiler an der Tierbachtalbe. Genau. Ja. Zwar unregelmäßig, aber mache ich schon seit 13 Jahren. 97, 98, seit 13 Jahren. Ja, die kam dort zu, eigentlich Band, eigentlich Festival. Ja, okay. Kleines war halt der Geburtstagsparty irgendwann immer, die dann ausgewachsen ist, sozusagen. Also wir haben irgendwann Bandprobe gehalten, haben gesagt, bevor wir die Bandprobe ausfallen lassen, spielen wir halt der dort auf der Party. Fertig. Und es ist halt eine kleine Party von Jungs, vier Jungs, die genauso sind wie mir eigentlich. Und für Major. Ja. Für Leute, ja. Der Major, die genauso sind wie mir. Genau, das ist auch für Leute, die kennen. Da geht's einigen. Können kommen, können ihr Spaß haben, können ihr Bier hier holen für Lau. Und für Lau? Für Maskopol. Ja, nicht Lau, aber nicht für Lau, wenig. Aber ja, das ist ja das, was Sinn. Ja. Wir haben jetzt halt noch ein paar, wir haben ein Video im Trail, wir mit euch quasi auch gleich für Eier platt. Ja, das Ding heißt Day by Day. Day by Day, also so ist die Planung und wir suchen auf diesem Weg eigentlich ja noch ein Label, das das Ganze presst. Also wir waren jetzt im Studio, haben ein bisschen hingespielt und die Rolling liegt eigentlich da und wir gucken eigentlich, ja, dass wir irgendwo noch unterkommen und die, dass jemand das presst und wir dann seine Vertriebswege auch mitzubringen. Das wäre Day by Day. Ja, Day by Day, Jungs.
Jo, das war Sadie Bell hier in Duffelau. Krasse Nummer, muss ich sagen, wirklich eine krasse Nummer. Aber jetzt mal zu euch. Jokes Drive, schön, dass du da bist, Olli. Ich freue mich auch. Ja, also ich bin mal gestellt. Olli, schon lange nicht mehr gehört. Wir kennen uns schon seit Jahren, wir haben zusammen studiert. Ich hatte quasi mit dir mein erstes Konzert gehabt. Ja, das, ich habe dich entjungfert. Ich will nicht heißen wie ein Fischer, haben wir damals gehießen. Das ist richtig. Wir haben gecovert, man muss es. Man muss stimmt, es aber wir haben gut gecovert. Wir haben es sehr gut gecovert. Der Vorteil ist, wenn du Olli singen kannst und mit der Gitarre spielen, was du. Soll ich nichts gegen dich heißen? Dann kannst du ja mit der Gitarre spielen, was du willst, weil er singt halt echt so geil. Und ihr mit der Band jetzt seit ein paar Jahren schon unterwegs? Ja, seit vier. Knapp vier Jahren, ja. Zumindest in der Besetzung. Vorher mit dem Timo, Michels auch noch Timo Musik Michels gemacht, richtig. Wow. Sehr guter Gitarrist, aber der wollte halt nur Blues machen. Und dann haben wir gesagt, Rock'n'Roll geht uns vor. Deutschrock. Das Deutsch war uns nicht so wichtig, aber es muss einfach Rock'n'Roll. Ja, die Lieder von der Band schreibst du, vor allem Texte. Ja, die Texte schreibe ich und die Musik friemeln mal irgendwie zusammen. Also ich sage, mach mal so, mach mal hier und da. Und dann geht das irgendwie. Das ist übrigens der Olli und der Tobi. Tobi spielt Schlagzeug, der Olli Gitarre und der Olli singt. Olli singt, richtig. Ja. Sehr schön. Das, das ist der Name Programm. Der Name ist Programm. Und er hat ein so schönes Liedchen mitgebracht. Das heißt Es. Richtig. Sozialpädagoge, Soziologe, psychoanalytische Betrachtung. Genau. Von dem Menschen an sich und der Zerstörerigkeit von mir. Der Zerstörerigkeit. Dem Tier. Ja. Dem Tier in der Zerstörerigkeit, genau. Also dem Es. Obwohl Tiere manchmal nicht so zerstörerisch sind wie Menschen. Aber das ist vielleicht das Tier im Mensch. Höchstwahrscheinlich, ja. Okay. Ich bitte um herzlichen Applaus hier beim Wohnmann-TV. Jetzt Jokers 3 mit Es. Rock'n'Roll. Vielen Dank, Olli. Ich
Vielen Dank. Vielen Dank, Olli. Gerne. Vielen Dank, Tobi. Und gerne. Das war Wohnmann TV hier mit Joker's Drive und der nächste Mal hier bei Wohnmann TV. Alle, machen's gut. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.